Und nun zaubern wir einen Zopflook mit einer Cap. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, dafür braucht ihr wirklich nur eure Finger, zwei Haargummis und natürlich, wie ja schon vorangekündigt, die graue Cap in dem Fall. Super cool im Moment angesagt in LA, aber funktioniert genauso gut auch im Herbst, Winter hier in Deutschland. Ihr braucht jetzt wirklich einfach nur euren Zeigefinger. Ihr teilt mit eurem Zeigefinger die Haare in zwei gleiche Teile. Der nächste Schritt ist jetzt, dass ich die eine Seite der Haare in drei gleich große Strähnen unterteile und damit dann einfach ganz locker anfange, die Haare zu flechten. Also ich fange ungefähr auf Kinnhöhe an, das Haar einzuflechten. Und wie gesagt, das muss wirklich nicht perfekt sein, ob ihr es glaubt oder nicht. Je unperfekter diese zwei Zöpfe aussehen, umso cooler. Mit dem ersten Gummi fixiere ich jetzt einfach den Zopf an der Stelle, wo es gut aussieht. Also ganz wichtig, wirklich darauf achten, dass auch das Ende immer noch voll genug ist und nicht zu fransig ist. Jetzt gehe ich mit den Fingern in den Zopf, ziehe den Zopf auf und mache das so lange, bis der Zopf schon fast aussieht, als wäre er vielleicht sogar auch schon ein paar Tage drin gewesen. Man kann dann auch gerne die ein oder andere Strähne, wenn es passt, zum Gesicht hin rausnehmen und mit den Fingern wirklich die zwei Zöpfe so ein bisschen zerstören. Genau dasselbe jetzt auf der anderen Seite. Ich unterteile diese Seite auch natürlich in drei gleich große Abteilungen und fange dann auf Kinnhöhe an zu flechten. Auch hier wird natürlich der Zopf am Ende wieder mit einem Haargummi fixiert. Und jetzt auch hier wieder das Auflockern mit den Fingern. Ich ziehe einfach den Zopf auseinander und bringe somit mehr Charakter in den Zopf, beziehungsweise der Zopf bleibt dann einfach nicht spießig, sondern sieht einfach so aus, als wäre er im besten Fall schon einmal vom Wind durchgeweht worden. Ganz wichtig sind auch die Enden, dass ich die Enden so ein bisschen mit den Fingern so ein bisschen unordentlich mache, beziehungsweise kann ich halt auch so ein bisschen mit den Fingern das Ende so auftopieren, dass es einfach ein bisschen wilder aussieht. Kann ich da auf der Seite auch nochmal durchgehen, sollte das schon wieder so ein bisschen rausgefallen sein. So, und am Ende bleibt jetzt nur noch die Entscheidung, möchte ich auch auf dieser Seite eine Strähne ins Gesicht fallen haben? Wenn nein, weil mir das mit der Kappe dann ansonsten zu viel ist, ja, ist der Look so auch schon zu Ende und jetzt freue ich mich, wie es aussieht mit der Kappe. Sobald die Kappe sitzt, kann ich dann auch wirklich nochmal mit meinen Fingern nachgehen, den vorderen Bereich auch nochmal so ein bisschen stärker aufbrechen, damit es einfach, ja, noch selbstverständlicher aussieht.